Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpgheaven.de zu einem Spritzing, einem Retro-Let's Play. Wir arbeiten uns weiter durch die guten alten Klassiker von LucasArts, sind ein bisschen in den späteren 90ern angekommen, nämlich bei Full Throttle. Nicht Full Throttle auf Deutsch, sondern Vollgas hieß es, aber zumindest in meinem Umfeld haben viele Leute Full Throttle dazu gesagt, obwohl es eigentlich ein ziemlich gutes Spiel ist, wobei ich die anderen Spiele der Leute, die hinter hinter Vollgas waren. Tim Schäfer, unter anderem, der hat Day of the Tentacle gemacht. Das ist natürlich mein absolutes Lieblings-Grafik-Adventure. Und ich finde das hier nicht ganz so gut wie Day of the Tentacle, aber es hat was für sich. Was wir heute spielen werden, ist die sogenannte Remastered Edition mit 16:9, mit neuer Optik, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist auf Steam. Ihr werdet gleich sehen, man kann wie bei Monkey Island, bei den Remakes, bei den Remastern besser gesagt, die Grafik wechseln zwischen alt und neu. Es ist noch die komplette alte deutsche Sprachausgabe drin, was mir sehr gut gefällt, weil da will ich im besten Fall auch das Original erhalten haben. Auch eines der Spiele, die ich bei mir, bei meiner Arbeit im Internetcafé für die Kids auf den Computern installiert hatte, obwohl ich das nicht so häufig gespielt habe wie die anderen. Es ist also ein bisschen länger her. Eventuell erinnere ich mich nicht an die meisten Lösungen für die Rätsel hier. Ich versuche mein Gehirn nochmal anzukicken. Lass uns einfach starten und dann gucken wir, was es hier machen kann. Übrigens nicht wundern, ich werde gleich mal, um es euch zu verdeutlichen, im Intro mal zwischen der alten und neuen Fassung wechseln. Kann man das hier schon machen? Nee, noch nicht. Mit der F1-Taste geht das nämlich. Einmal, damit ihr den Effekt seht. Und ja, schauen wir uns das Intro an. Machen wir ein neues Spiel. Wollen wir jetzt mal gucken, ob Untertitel an sind, weil das wäre mir nochmal wichtig. Untertitel sind an. Okay, damit ihr auch nochmal zusätzlich was versteht. Schauen wir uns das Intro an und gucken, was Phase ist. Ich wechsle mal kurz. Schon sieht das anders aus. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Ich auch. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Umsonst, ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Ritburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an, meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Ritburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. Da sind sie, die Motorradgang. Dieser Ripburger hat er auch verdient. Der Opa nicht so sehr, aber der Ripburger schon. Das sind Jungs, mit denen ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist. Ja, das ist auch aus einer Ära entstanden, wo einfach mal Konzepte bei LucasArts umgesetzt wurden direkt, ne? Endzeit, Biker, Grafik, Adventure, Mad Max gemischt mit Monkey Island ein bisschen. Und dann natürlich mit dieser... Ich drücke auch nochmal hier rum. Also für damalige Verhältnisse natürlich mit Videosequenzen dargestellt, diese ganzen Sachen. Hier in der neuen Version alles nochmal ein bisschen geglättet und es scheint mir auf jeden Fall auch besser von der Kompression zu sein, weil ich sehe nicht so viele Artefakte über dem alten. Aber es war schon sehr beeindruckend. Ne? Eine Sache, die ich auch nur zuerst bei mir in der Schule spielen konnte, weil ich hatte ja so früh noch keinen PC in den eigenen, sondern habe mir die Spiele dann geholt und bei den Schulcomputern gespielt damit.
Und wenn du ein paar Jahre vor von Day of the Tentacle kommst, wobei ich immer noch finde, wie gesagt, dass es das bessere Spiel insgesamt ist, aber das ist schon visuell eine ganz eigene Liga hier. Der neue Detailgrad, der ist nicht schlecht hier. Man kann natürlich halten, was man will von den teilweise Neuzeichnungen hier, weil das ist schon sehr klassisch und ikonisch natürlich. Da ist viel geglättet. An manchen Stellen geht es so ein bisschen Detail verloren, wie unten an dieser Ledertasche unten links. Aber dafür ist da natürlich umso mehr gezeichnet hier drin. Ne? Da man ja auch den Bildausschnitt da neu machen muss. Zum Glück gibt es die Option, zwischen beiden zu wechseln, aber ich persönlich werde für die Hauptsache hier natürlich dann in der Remastered-Version bleiben, damit wir das 16:9 auch vernünftig ausnutzen, plus eben, ich werde bei der deutschen Synchro bleiben. Die deutsche Synchro, soweit ich gehört habe, ist wirklich die gleiche eben, inklusive der etwas rauschigen Qualität. Ich glaube nicht, dass die noch in besserer Qualität damals vorhatten, um sie hier rein zu kopieren. Aber es ist schon okay, die ist auch nicht so schlecht. Das musste ja auf eine CD passen damals. Und jetzt ist der Download hier mehrere Gigabyte groß. Also es wären wahrscheinlich 6 oder 7 CDs dann für die neue Qualität. Muss man da nicht so haben. Okay, gehen wir weiter. Hey Ben. Mhm. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Ich war das, Madame. Weshalb braucht er da drinnen nur so lange? Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Ist der große Bud Spencer? Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Hm. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Wie ein Unfall? Der steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal.
Ja, da sind wir in keiner guten Ausgangslage. Hier sehen wir nochmal, wie die Steuerung funktionieren wird. Menü öffnen, Dialog überspringen. Also wichtige Dialoge überspringen werden wir, glaube ich, nicht so viel machen. Backspace, Zwischensequenz, Shift. Ah, okay, Shift, Objekte hervorheben. Das ist nochmal wichtig. Das ist sehr nice. Also so eine Funktion gab es im Original, glaube ich, nicht. Ist die hier? Nee, das geht in der Originalfassung nicht hier. Aber dafür biebt jetzt meine Tastatur. Okay, das ist die Funktion, wenn ich dann zu oft auf die Shift-Taste gedrückt habe. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, wollen wir das nicht zu überstrapazieren, dass wir das hier anstellen. Ja, komische Situation, ne? Corley, also der alte Opa, der scheint ja ein cooler Dude zu sein, ist auch der quasi der Harley-Chef, ne? Der zu seinem letzten Geleit gerne uns von den Polecats haben will. Aber irgendwas ist hier passiert. Wir wurden von unserem Motorrad gedrängt und der hat die Leute mit sich genommen. Gehen wir einmal raus hier. Funktioniert einen kleinen Tacken anders als andere LucasArts Adventures, denn mit der rechten... Ich habe nichts. Mit der rechten Taste kann man sich Sachen angucken. Ich habe nichts. Kann er nicht viel mehr machen. Mit der linken Taste aber, man sieht ein bisschen limitiertes Eingabefeld. Man kann sich Sachen anschauen, man kann mit denen sprechen, man kann sie greifen und man kann den Container treten. Mache ich einmal. Nimm das, mein Kollege. Nein. Wofür sollen die nützlich sein? Den fasse ich nicht mehr an. Ja gut, dann fass den ruhig nicht mehr an. Also die Aktionen sind hier schon ein kleines bisschen anders. Wir kratzt er sich gerade hier schön am Schritt. Macht er da hier wahrscheinlich. Im Original, da ist natürlich alles nochmal ein bisschen gröber, aber es hat auch was für sich, ey. Das ist wirklich eine schöne Optik hier. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Musst du dich lecken, lieber? Ich bin schon in Schlimmerem aufgewacht. Wer nicht. Den fasse ich nicht mehr an. Also die Optik hat auch was für sich. Wir werden natürlich meist mit der machen. Weil, guck mal, seine Frisur ist dezent. Also sie haben schon die Figur neu gezeichnet für den höheren Detailgrad. Sind sie aber nah dran geblieben. Ja, ey, ich finde das schon okay. Ne? Das ist schon ein dezent anderer Stil als das hier. Aber es gibt durchaus Verschlimmbesserungen oft bei den Updates. Das ist auf jeden Fall wesentlich näher am Spirit des Originals. Als jetzt, wenn du die Monkey Island Remaster dann nimmst. Okay, wie war das Inventar? Auf Escape. Nein, Escape ist... Machen wir Speichern kurz. Container, okay, er speichert dann direkt. Ich will noch mal kurz gucken, was war denn das Inventar? Steuerung. Menü. Achso, das Menü öffnen. Shift hervorheben. Ja gut, da werden wir das Inventar dann da sehen. Und Motorrad steuern mit... Ja, und gehen, werben. Okay. Also das Menü meinen sie damit. Gehen wir wieder zurück. Also hier haben wir nicht besonders viel. Gehen wir rüber. Da ist mein Motorrad. Fahren wir den hinterher. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Das mag ich gar nicht. Okay, Schlüssel sind weg. Sollte aber... mein Verständnis war jetzt, dass der andere Typ seine Jacke hier hat und mit seinem Motorrad weggefahren ist. Aber anscheinend hat er noch seine Jacke und sein Motorrad, also ist irgendwas anderes passiert. Gehen wir durch die Tür. Aufmachen! Die ist ja zu. Jetzt nicht mehr. Ich hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Okay. Reden wir mit dir? Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also, was soll's sein, Meister? Okay. Wo sind die alle hin? Was bin ich? Reiseleiter auf einer Kreuzfahrt? Vielleicht sind sie gerade auf dem Sonnendeck. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Das glaube ich auch. Ja, aber was willst du dagegen machen? Das. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was?
Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Ja, es bleibt die Frage, warum sie das machen wollen. Die ganzen Achievements werden ja auch noch freigeschaltet. Also, benutzen wir das Bike. Ah, mit rechter Taste ist das Inventar, okay. Dann Schlüssel und fahren wir hinterher. Müssen wir herausfinden, warum die Polecats mitgenommen wurden und bewusst auf uns verzichtet wurde, weil wir wollten ja nicht mitmachen, obwohl eben Herr Corley so ein cooler Dude ist. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Okay, und das ist jetzt schon die Actionsequenz, glaube ich. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Das bin ich. Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Ja, ich glaube, das sollten wir unseren Rivalen nicht unbedingt erzählen, ne? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätzchen! Kommt damit hier! Okay. Fußtritte, Punchen und zackeli zack. Weiß gar nicht mehr, wie viele. Doch, es gibt schon ein bisschen Kampfsequenzen. Es gab auch so ein paar Fahrstrecken. Weiß ich später. Oh, aber ich hätte schon denken können, dass das vielleicht nicht die geilste Idee war gerade. Dass die irgendwas mit meinem Motorrad nochmal gemacht haben. Na, halt die Gabel oben. Uff. Das ist ein Blowout. Das tut mir leid, Min Jong. Das ist nicht gut ausgegangen. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Mal... Irgendjemand hat mir davon erzählt, dich umzubringen. Und das ist so aussehen, soll wie ein Unfall. Sie hatten Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Das ist ja fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Ja, wer könnte es sein? Darth Vader vom Planeten Vulkan, natürlich. Was bist du? Calvin Klein? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Ja, was kann ich denn tun? Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen.
Aber du hast kein Benzin mehr. Und ich habe auch keins. Also Benzin, Gabel und da war noch was, ne? Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Egal, das finde ich schon selber raus. Was immer dir die Haare zurückweht. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Ja, das werden wir herausfinden, aber sehr nett von Maureen, dass sie das macht. Wir noch mal gucken. Hier gibt's Maureen das Motorrad. Wir haben drei Gegenstände hier. Den Schlauch sollten wir mitnehmen. Den Benzinkanister sollten wir mitnehmen. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Onkel Pete! Ich habe auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Die ganzen Nerze. Gut. Gehen wir raus, dann wollen wir... Du bist noch nicht tot. ...uns helfen. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich hoffe, eine leckere Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Das klingt nicht gut. Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Sag es. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt. In Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Achso, ich wollte ein paar Esel. Dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Okay, also, das ist die Dame, die uns gerettet hat, Miranda. Lass Miranda, denn sie will, ja. Jetzt müssen wir erstmal die Sachen hier vom... Was war das, ein Schrottplatz oder was auch immer das ist, hier besorgen. Ist ja noch nicht die Nerzfarm. Der ist leer. Das Einzige, was hier ist. Wo können wir raus? Ey! Wie bitte? Du dumme Sau! Danke fürs Mitnehmen. Wirklich, echt. Jetzt habe ich was bei dir gut. Wirklich. Ganz vergessen. Okay, ja. Sind wir schon in unserer ersten Location. Ein bisschen offener. Ne? Fast schon wie die Insel bei Monkey Island hier. Wir haben... Okay, hier können wir nicht sehen, was die Sachen sind, aber wir sehen die verschiedenen Locations. Hier ist die Werkstatt von Maureen. Wir sind hier unten, sieht man uns. Wir haben hier einen Wohnwagen. Wir haben hier ein Kolosseum oder sowas. Und einen Aussichtsturm, würde ich sagen. Die anderen Sachen können wir nicht anklicken. Wobei, wir können hier auch nochmal... Können wir hier... Ah, wir können... Ich laufe nicht. Okay, ganz raus will er nicht. Dann gehen wir zuerst zum Wohnwagen. Und klopfen an. Okay, der Typ, der da unten ist. Hey. Ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden, ich versage wie dir. Grummel, Brummel, Grummel. Okay, geht er wieder runter. Aber ich glaube, ich weiß hier die Lösung noch. Aufmachen! Wir müssen uns ja irgendwie Zugang verschaffen. Wir wissen ja, manchmal haben wir die besten Schlüssel bei uns. Gleich kommt ein Typ, der... So wie hier. Aber es ist ja ein Notfall. No? Diese Aussicht definiert wahre Schönheit.
Okay, also was haben wir hier? Ein Geringe. Dietrich. Dietrich kannst du immer gebrauchen. Macht sich nicht besonders an meinem Bike. Seine Einrichtung hat diesen typischen Büchsenwurfbuden-Charme. Öffnen wir den Kühlschrank. Nee, was war da drin? Entweder ist das Hundefutter oder das Abendessen von dem Kerl. Oder beides. Das könnte ja auch sein. Ah, okay, ja, da ist sein Fahrstuhl. Oh, hier hat er einiges. Ich hoffe, er versucht nicht, die zum Leben zu bringen oder sowas. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Okay, aber wir sind noch nicht fertig, habe ich das Gefühl, bei Toddy Boy. Also Todd hat das Schweißgerät geklaut, die dumme Sau. Fleisch ist da drin, das nehmen wir auch mal. Stimmt, Fleisch kann ich mich auch noch erinnern. Das haben die Kids bei mir auch im Internetcafé gespielt. Wie gesagt, nicht so sehr wie Death of the Tentacle. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Aber eben nicht so ausführlich, dass ich die Lösung genau weiß. Ich sammle keine Kunst. Ich erkläre das hiermit zum langweiligsten Werk der Ausstellung. Keine schlechte Version, wirklich. Die könnte man gut als Postfächer verwenden. Besser, ich verschwinde. Oh. Ich wollte sie einfach treten, okay. Na gut. Ich glaube, dann sollten wir doch das gekriegt haben, was wir wollen. War doch nur das Fleisch hier. Und da unten nicht so viel. Gut. Lassen wir ihn mal hier. Dann checken wir mal als nächstes den Turm. Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Konnte man hier sterben oder nicht? I don't think so. Aber wir haben schon 12%, das ist ja schon mal was. Aber das ist ja recht logisch. Der Dietrich. Ja? So, was haben wir hier? Wir haben dieses Gebilde hier hinten. Aber ich kann nicht damit interagieren. Ah, aber ich kann mich dahinter stellen. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, es klingelt hier auch noch ein bisschen. Wir sind ja noch am Anfang. So kenne ich den ein bisschen besser. Yikes! Dann nehmen wir doch das einzige Item wahr, was wir hier machen können. Seht ihr, das gab es eben nicht im Original, diese Hotspots. Mit Polizeisicherung hier auch noch. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hey, ich sehe niemanden. Vielleicht ist niemand da. Wer hat dann den Alarm ausgelöst, Freund? Vielleicht will uns nur jemand verscheißern. Nein, Sie haben diesen Kerl nicht erwischt. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich geh mal runter und seh mir das aus der Nähe an. Grundsätzlich ist ja die gleiche Musik, aber eben erweitert um ein bisschen Instrumente. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Let's catch him. Aber dafür haben wir jetzt den Luftschlitten hier unten. Ich vertraue keiner Sache, die keine Räder hat. Leiter wollen wir natürlich nicht. Tankkappe, aber das wollen wir. Okay, wir hatten ja den Schlauch.
Wir haben, das sieht aus wie packen Geld, aber es ist der Kanister. Und einmal ziehen am Schlauch. Kennen wir ja. Bleh. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist er. Den kriegen wir. Wo? Da drüben. Schnell, auf die andere Seite. Dann haben wir ihn in die Ecke gezwängt. Wo ist er hin? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Ja. Holen wir Verstärkung. Ja, ich hätte ihn vielleicht noch mal ein bisschen mehr abzwacken sollen. Aber wir haben zum Glück den Luftpolizisten ein bisschen Benzin abgezwackt. Er hat den Tankkanister wieder zugeklappt. Oh, gut. Ist das aus dem Benzinturm? Nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. So, ach, die Gabel. Ach, das war ja auch noch mal ein bisschen kniffliger, glaube ich. Ja, komme ich hier raus? So. Da sind wir beim großen Schrottplatz. Ups, war nicht das, nee, Shift war ja, ne? Okay. Okay. Wir müssen das irgendwie arretieren. Der Dietrich war es nicht, ne? Ups. Der Dietrich war es nicht. Oder einmal treten? Nein, ne? Nein. Nein. Sie kommt da unten aus einem Loch raus. Ich brauche noch ein Item. Ach, natürlich. Erstmal gucken, auch dass ich hier überall alles mitgenommen habe. Meinte ja, das muss man irgendwie arretieren. Gibt's hier noch was? Die beiden Sachen. Genau angucken, bevor ich weitergehe. Mann, 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 Mann. So, weil das kriegen wir, glaube ich, so hin. Genau, man musste das arretieren. Ein Vorhängeschloss klingt ja ganz gut. Warum sollte ich das verschließen? Ah, nein. Andersrum. Das Ding arretieren und an dem hier hochklettern. Alter, Hirn, lass nach. Aber gut, immerhin diese Lösung, da kann man ja drauf kommen. Ah, Schrott. Ja, Schrott, aber... We got a problem. Glaube ich. Na, völlig ausgebrannt, vergiss es. Da haben wir den Reifenstapel. Ah, genau, der Wachhund. Der Wachhund ist noch da. Ach, danke. Da war doch was. Ersatzteile, doch hier vielleicht. Nee, irgendwas war mit dem Wachhund, weiß ich noch. Da kommt er. Sobald ich zu den Ersatzteilen will, kommt der Hund. Platz. Wer braucht schon Hunde? Okay, also. Irgendwo gibt es noch ein... Irgendwo muss es noch eine Ortschaft geben. Also hier lässt mich der Hund nicht ran. Wir müssen den Hund irgendwie... Moment, da war doch was, ne? Ich müsste hier irgendwas bedienen können. Müsste irgendwie sowas wie ein Kran eigentlich sein. Ne, da bin ich wieder oben.
Wo ist dieser... Da ist ein Kran auf jeden Fall, ja. Ich habe mit dem Kran, muss ich irgendwas machen. Frage ist, wo ist hier, komme ich, so komme ich hier raus. Brax. Brax. Ersatzteil hier drin müsste ja sein. Brax. Die Ausgänge müsste er mir auch mal zeigen. Da geht's hin. Hier, dieses Ding. Da hat er mich wieder. Oder ich kann einfach rübergehen. Lass nach, wie hat es denn hier in der Grafik ausgesehen? So sah das aus. Ach, ja. Perspektive. Nicht mein Freund. Schon kann ich hier den Kran hoch. Genau, und? Wie war das? Ah. Okay. Ich muss den Hund irgendwie da einsperren. So muss ich die Autos. Um ihn drumherum packen. Ah, nee. Jetzt weiß ich's wieder. Okay. Das war nämlich. Wie folgt. Komm her, Fifi. Komm. Wir schmeißen das Fleisch. Bon appétit, Bastard. Ins blaue Auto, aber das reicht noch nicht. Jetzt muss ich wieder hier einmal raufklettern. Kletter einmal rauf. Einmal zur Seite. Nicht darunter. Ach, du Dummsau. Genau, nicht doppelklicken. Es reicht nicht, wenn er da drin ist, sondern der läuft dann wieder raus. Aber, als wir ein bisschen Elevation da reinbringen, das muss es gewesen sein, genau. Ein bisschen höher. Es hat lange gedauert damals, vor allem mit dem Fleisch und dem Hund. Im Blauen ist er drin, ne? Weil ich lange Zeit diesen Weg, glaube ich, nicht gefunden hatte, weil irgendwas mit dem Kran hatte ich dann gemacht. Guck mal, und da ist er. Das hier. Der Hund ist da noch drin. Wir haben ihn hier hochgehoben. Jetzt bleibt er da, glaube ich, auch drin und genießt sein Fleisch. So, gehen wir runter. Jetzt können wir Gabel uns hoffentlich holen. Mal sehen, ob er nochmal rausspringt, aber ich glaube, das muss es sein. Ich dachte auch zuerst, Moment, muss ich da nicht nochmal Minze in das Fleisch backen? Nein, das war Monkey Island. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden? Direkt neben den Messern und Löffeln. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Ich hasse Überraschungen. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Falsche Serie. Wowie! Maureen! Cool oder was? Hast sie übertroffen? Du bist unglaublich. Schick mir die Rechnung. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Die Rechnung. Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse.
Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Ah. Jetzt willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Ich sehe dein Tattoo, Maureen. Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Jawohl, Jan. So, ab jetzt soll es ein bisschen vager werden mit den Erinnerungen. Was habe ich noch halbwegs im Kopf? Alles verbrannt. Let's look what we can do. Ui. In Ordnung, halten Sie die Augen offen. Er ist ganz schön gerissen. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Dann gucken Sie weiter. Kannst du nicht abseits der Straße fahren einfach, mein Kumpel? Ja, ich glaube, da bleibt ja eine Möglichkeit für uns. Wenn ihr da wartet, zum Turm hier hinzukommen, das kriegen wir hin. Okay. Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Dreckstück? Los. Schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. Okay, okay, gut. Alle Einheiten. Ich hoffe, das geht. Ja, macht er sogar automatisch. Niemand hat gesagt, dass die Polizei klug ist. Maximal klug mit K-L-U-K. Da sind sie ja. Meine Kollegas. Hey, so bist du hinter uns. Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhut, Mann. Rip Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist eine Frau mit nem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Yikes. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen gesteckt. Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung! Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm, noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben! Ich schätze, Ripburger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Ripburger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Nicht die Kleinbusse. Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechanikergenie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Oh.
Maureen? Oh oh, Maureen, pass auf! Sind wir im Kasperltheater hier? Die Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Ereignisse spitzen sich jetzt schon zu, recht früh im Spiel. Die Pistole verstehe ich ja noch. Warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Corley Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bowles. Ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moes Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Ist auch ein bisschen spät, mein Junge. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Klingt nach einem guten Platz für einen richtigen Safe. Wobei ich glaube auch der Quicksave greift. 33%, das ist schon ganz gut. Also Maureen ist die Tochter von Corley. Ah, ich mochte den Corley, schade. Also auch wenn wir ihn nur wenig gesehen haben, aber der ist schon sympathisch. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Okay. Kann ich irgendwas nehmen? Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Haben wir hier was drin? Nein, nichts. Und haben sie hier was hinterlassen? Briefkasten, aber ich glaube auch nicht. Okay, die Ereignisse überschlagen sich. Maureen ist also die Tochter. Soll ich alles zumachen? Die Tochter von... Oh, da kann ich ja mal reingucken. Der ist leer. Na gut. Die Tochter von Corley. Nicht umsonst wollte sie Rip Burger auch erledigen hier mit Bud Spencer. Na? Gehst du raus? Achso, so. Ich glaube, ich kann hier schon los, oder? Komm ich hier weg? Da. Das Schild. So, wie war das jetzt? Komme ich irgendwo hin? Bin ich wieder bei der Bar gelandet. Oder ist das eine andere Bar? Nein, das ist die Bar, oder? Der Kerl gehört mir. Wo ist das, die Limo? Der Kerl gehört mir. Gut. Hey, Killer. Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Corley, der Besitzer von Corley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellowmead aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Ah ja, das war's, genau. Wir sollten ja reingelegt werden. Kann ich mitspielen hier? War das nicht ein Minigame?
Er hat ein Messer. Ich kann das. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie? Ja. Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Ja. Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt, meinten reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Okay. Nett mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Seinen Weg finden, dass der Typ uns mitnimmt. Oh, mach den Kopf zu, Quahog. Der Typ heißt Quahog. Wie bei Family Guy. Naja, nicht ganz. Anders geschrieben. Aber immerhin. Motorrad. Wir haben ja noch die Rückseite hier. Ben, keine Zeit zum Reden. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also, hast du keine Fotos? Naja, ich habe den Kerl bis Mallonweed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Die bringen mich um! Hol meinen Redakteur! Er muss mich hier rausholen! Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Hilf mir, Ben. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Den Satz kennen wir doch. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Wozu den Film behalten eigentlich dann, oder? Na, wenn die den eh... Na, es kann sein, dass die natürlich nicht den Film haben. Wir haben also das Foto und wir haben den Ausweis hier. Ich glaube, den Ausweis können wir gerne mal einmal vorlegen, bitte. Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jemals was von Onkel Piets Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Igitt. Vertrau mir. Niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein. Dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Motor Brando. Der Bruder von Marlon Brando und Cousin von Rio. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Brando, Dio Brando meine ich. Zum FBI-Kollege, prüfen Sie es nach. Das glaubt dir doch kein Mensch. Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Ding, 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 ding.
Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Sieht aber recht sauber aus dafür, dass die im Dreck war. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Ah, oh, du Arschloch. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Aber ich bin bei der Nerz-Farm angekommen. Ups. Speicher. 36%, das ist okay. So viel Prozent. Ja, die Prozent steigern sich nicht gleichmäßig, sondern mal so, mal so. Wir können. Nein, na gut. Wir werten den Schlüssel, nämlich unsere Boots. Macht auf, ihr Nerze! Der Schuppen ist abgeschlossen. Oh, ja, gehen wir da rein. Okay. Das könnte ich nicht aufbrechen. Das Kissen. Ein Montierhebel. Ah, Schrott. Und ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Wie praktisch. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Mo? Oh, sie war die ganze Zeit hier. Okay. Da müssen wir schnell hinterher. Oh, das war's schon. Ich habe mir gar nicht die anderen Sachen angucken können. Ja. Bisschen limitierter gegenüber den anderen LucasArts-Sachen, ne? Immer kleine Locations, Mini-Rätsel, zumindest bis hierhin. Aber du musst ja auch die grafische Leistung irgendwie halten. Wobei, ja, hätten auch wahrscheinlich breitere Locations machen können. Maureen, warte doch! Sie hat meinen Pustersprit geklaut. Warum haut sie vor mir ab? Ja, warum? Ah! Die ganze Welt ist gegen sie. Ich glaube, ich weiß, wie das. Ich weiß warum, weil sie denkt, ich habe ihren Vater umgebracht. Jetzt reicht's. Du Arschloch. Dieses Schild. Das bedeutet, ich bin im Kingfish-Territorium. Oh shit. Mad Max-Style kommt jetzt. Aber da steckt schon viel Aufwand drin. Es war mehr als eine CD damals, ne? Oder waren es zwei? Mindestens, oder? No? Weil bei so viel Videosequenz. Ui, hast nur einen erwischt. Und die sehen wohl nicht umsonst aus wie die Sand People aus Star Wars. Okay, verstehe. Aber die Motorräder von denen haben was von den Landspeedern. Oh nein, nicht auf der Brücke. Ah, Mann. Die Landspeeder aus Star Wars, ne? Ja, schon einiges an Star Wars-Referenzen hier drin. Ja, ich weine immer noch dem wir haben uns ausgetrickst, Brüder. Nicht vorhandenen Star Wars Point-and-Click-Adventure hinterher. Sowas hätte auch kommen müssen, ey. Wir haben zwei Indiana Jones-Games bekommen. Aber gut. Sieht ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht her. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. Das heißt, wir können nur abwarten und Tee trinken. Okay. Können die absteigen? Rad. Festgeschraubt. Einmal treten, bitte.
Wo gehst du hin? Ich habe keine Ahnung, wo der hingeht. Dünger, okay. Ja, nimm mal ein bisschen Dünger mit, mein Kollege. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Einfach so auf Tasch? Hat er. Okay. Kann ich das Rad abschrauben damit? Tja, das waren sie alle. Den hält jetzt nicht mehr viel hoch. Okay. Muss ich denn von da was mitnehmen? Ist das Bike wieder kaputt? Mann, das ist ein echt prächtiges Bike. Der Truck hat sie eingeklemmt. Kann ich am Anhänger schrauben? Der ist für Schraubenmuttern. Na gut, Anhänger, die Räder hat er nichts mitgenommen. Ach so, der Anhänger ist das Ganze, die Räder. Na gut, mehr sehe ich jetzt ja auch nicht. Na? Use the bike, Luke. Ich meine Ben. Stimmt, da war ja was. Stimmt, wir können ja auch selber fahren, ne? Nee. Habe ich alles? Okay, da fahren wir wieder rum also. Ich kann jetzt hier mit dem Steuerkreuz hin und her denken. Kann hier die Ausfahrt nehmen. Ja, das Gefahr haben sie dazwischen gepackt. Da war das war, ne? Das war hier so ein bisschen der Road Rash Shit. Oh, jetzt kämpfen. Father Thorn. Hab dich nicht mehr gesehen, seit du von den Polecats weg bist. Hey Ben, was macht meine Gang? Ja, das ist eine lange Geschichte. Was machst du hier draußen? Weißt du, der Ruhestand ist ziemlich beschissen, Ben. Also dachte ich, ich komme mal wieder zur Old Mine Road und suche nach etwas Ärger. Du willst hier kämpfen. Dafür ist die Old Mine Road doch da, Junge. Irgendwelche Tipps für den Kampftalk? Oh, Ben, wer ist härter als du? Was ist mit diesem Käfisch los, Mann? Pass auf, Ben. Die sind hier draußen nicht zum Spaß. Sie entführen große Trucks. Das ist Bestandteil ihres Glaubens. Komm ihnen nicht in die Quere, das sind blinde, kaltblütige Killer. Blind? Du hast recht, keiner ist härter als ich es bin. Das ist mein Junge. Aber schön, dass wir Father Talk getroffen haben. Kennst du einen Weg um die Poyahoga-Schlucht? Um sie herum? Die ist viele Kilometer lang, Ben. Wo ist das Problem? Hast du was gegen die Brücke? Die ist explodiert. Ja. Schade, das habe ich verpasst. Naja, du könntest ja springen, so wie Ricky Myron. Die Käfer schlagen seine Rampe in ihrem Versteck. Oh. Wo ist das Versteck der Käfer genau? Das muss irgendwo an dieser Straße sein. Der Eingang ist völlig unsichtbar. Solange du nicht so eine verrückte Käfer-Brille trägst. Okay, dann brauchen wir eine Käfer-Brille. Nun, dann mach's gut, Vater.
Mach sie fertig, Polecat. Danke für die Tipps. Aber gehen wir erstmal aus dieser Old Mine Road raus. Da wollen wir nicht zur Mine Road. Da kommen wir wieder in den Kreisverkehr, glaube ich. Über die Brücke kommen wir ja nicht rüber. Halt mal an. Okay. Steig mal aus. Warte mal, ich habe das jetzt lose gemacht. Die Räder konnte ich nicht wegnehmen. Ich habe hier ein bisschen Dreck mir rausgenommen. Der Truck hat sie eingeklemmt. Ich habe nicht vor, was zu kaufen. Anhänger greifen. Was greifen? Wieso geht er denn so weit nach hinten, mein Freund? Treten? Treten war's. War das so clever, das Motorrad da zu parken? Aber das ist schon mal... Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus. Also nach unten konnten wir nicht. Da war die Old Mine Road. Wo wir wohl gegen die... Was für eine Sauerei. Gegen die... die Johnnies da kämpfen. Wir können in beide Richtungen. Von wo bin ich denn gekommen? Hier wäre die Brücke gewesen, die ist aber kaputt. Ich kann wieder zurückfahren. Oder ist es zurück? Ist es zurück oder vorne? Also Mine Road, nein. Wo bringe ich das raus? Mine Road, nein. Jetzt bin ich raus aus dem Territorium. Cavefish. Wahnsinn. Ah, Marines Farm. Sieh nur, wie er läuft. Okay. Gut. Zum Mine Road oder? Ah, nein. Guck mal, was da vorne ist. Jawohl! Das schaut gut aus. Boss, das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Corlegöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Okay, also wir haben dafür gesorgt, dass sie abgestürzt sind. Hier ist die Brücke. Ich brauche diesen... Anhänger oder na diese Rampe von den Cavefish. Einer der vielen Todesfälle an dieser Schlucht. Nein, das ist Staatsbesitz. Okay, es zeigt mir, dass ich hier jumpen kann. Nee, okay, da hinten geht er nicht. Also kann ich nur wieder zurück. Ich kann zur Road, ich kann zur Farm. Wie war das? Ich meide erstmal die Mine Road. Zwei mögliche Eingänge bei der Mine Road. Ah, okay. Einmal vorne, einmal hinten und in der Mitte treffen sich beide. Da ist das Auto von denen. Haben sie einfach so einfach mitten auf der Straße. Na gut. Ein Hover-Auto.
total hinüber. Ist das was? Kotflügel? Ich fasse nichts an, das keine Räder. Oh, okay. Was ist das? Das ist ein Luftkissengebläse. Alright. Ich fasse... Den fasse ich nicht mehr an. Treten ist immer gut. Das für mich? Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Ah, okay. Okay. Muss ich da noch was arretieren? Der ist für Schraubenmuttern. So, zurück zur Farm oder auf die Road? Ist hier noch was? Ne, fahren wir weiter. Da ist ja nicht noch was rausgekommen aus dem Düngerlaster. Ah, sie sollten WASD machen, ey. Oh, da wäre Exit. Das habe ich verpasst. Na gut, ja, er fährt wieder zurück zum Mine Road. Ja, ja, gut, 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 gut. Eine Karte wäre cool. Und das ist das Äußerste, wo ich hin kann. Okay, kann ich hier was sehen? Das ist das Abzeichen der Vultures. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mo ein Vulture war, aber andererseits... Natürlich war sie ein Vulture. Sie hat sich, um gegen Papa zu rebellieren. Hm, nein. Dem Vultures angeschlossen. Fell. Kann ich das mitnehmen? Ich hab's nicht so mit Pelzen. Ein Haufen Bikes. Keine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Okay, also nichts hier. Dann können wir wohl nicht vermeiden, dass wir zur Old Mine Road hingehen. Macht auf, ihr Nerze! Der Schuppen ist abgeschlossen. Okay, nichts hier. Wobei, ah. Da gehe ich nicht zurück. Okay, nein. Zu viele Bullen. Geht er nicht zurück. Also, wir haben aus dem Auto diesen Propeller geholt und ans Bike angebracht. Wir müssen eine dieser Brillen, deswegen, das hat doch der Father Christmas hier gesagt. Und diese Rampe, oder wie hat er das genannt? Warte mal. Jetzt mal gucken, ob ich hier bei der Steuerung irgendwas... Okay, Controller spielen wir eh nicht. Menü öffnen, Kommentar abspielen, Motorrad steuern, Auto steuern... Gehen, angreifen, Ausrüstung wechseln. Also viel mehr ist da nicht. Aber wir können mal speichern geht nicht hier. Okay. Sah eigentlich nett aus. Oder auch nicht. Oh, aber... Wir brauchen den hier. Oh. Oh, wir kommen nicht ran, aber... Machen wir einmal den Dreher hier. Okay. Ich habe versucht, mit der Stange da zu machen, aber ich hatte mehr Waffen zur Auswahl. Habt ihr es gesehen?
So. Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörerklasse? Ja, das ist einer. Warum? Den nehme ich. Tada! Okay, oder auch nicht. Scheiße, der hat den Booster natürlich da. Shit, jetzt hat er mich abgedrängt. Fuck, okay. Das ist doch ein bisschen kniffliger, als ich dachte. Also, ich drück doch drauf. Hat er. Der hat ein Star Wars dazu auf der Stirn, ne? Okay, von dem kriege ich nichts. Oh, was habe ich da? Eine neue Waffe habe ich. Okay. Ey, okay. Hat den Oh, die... Okay, die Kette ist richtig gut. Aber von dem hatte ich die Kette schon. Dann, ich habe versucht, den Dünger zu werfen, aber das war wohl... Nichts, oder? Father Talk. Ne, Father Talk habe ich nicht kaputt. Father Talk ist ein guter. Hey, Ben. Mach's gut, Vater. Mach sie fertig. Motorradkämpfe. So, ich habe also diese Kette. Ach, schon wieder der hier. Kann ich nicht an dem vorbei einfach? Oh, wie? Warum? Der hat mich mit dem Brett gehauen. Vielleicht ist das Brett besser als die Kette? Ah, Moment. Ich kann ja auch mit der Maus steuern. Statt mit den Pfeiltasten. Ah, ich hab... Okay. Das ist ja eine Säge. Okay. Das war gut. Das war schlecht. Fuck. Okay, also kann ich die... Ich dachte, ich habe die Brille, aber... Nicht mit der Säge. Mit der Kettensäge hier. Boah, ein Schlag. Okay, Säge ist gut. Aber nicht gegen die... die Champs hier. Nochmal! Oh, das ist wirklich gut. Kriege ich was von dir? Ah, das Ding wieder, aber es ist mir kaputt gegangen.
Ich hatte das, aber es ist mir kaputt gegangen, ne? Ah, oder wenn der Typ mich besiegt, nimmt er mir die Sachen ab. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann bleiben wir aber bei der Kettensäge und wir müssen eine andere Methode finden, die Cavefish. Ah, verdammt. Okay. Also. Das war der mit dem Turboantrieb. Motorsäge hat nichts gebracht bei dem. Dann ist es doch ist kein Allheilmittel alles. Okay, bei den meisten bringt das was, aber nicht bei dem Typen mit dem Turbo. Eine Kette habe ich jetzt, okay. Vielleicht ist die Kette ganz cool. Das ist dann so... Das ist wieder Father Christmas hier. Father ja. Das brauchen wir alles nicht. So ein Entweder-Oder. Okay, das ist der Typ mit dem Antrieb, oder? Ja, ne? Nehmen wir die Kette einmal. Na? Ballast abgeworfen oder sowas? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Ah, okay. Ich glaube, ich habe ihn erwischt, oder? Jetzt habe ich ein Turbo. Okay, die Kette war also für den. Das ist wahrscheinlich der Part, wo die meisten dann hängen bleiben bei dem Spiel. Ah, ich stell mich hier auch nicht gerade super clever an. Okay, komme ich dir jetzt hinterher? Okay, er haut mich um. Aber er klaut mir immerhin nichts. Gut, gut. Motorsäge hatte ich, glaube ich, sowieso von ihr. Ist ein bisschen fies von mir, dass ich hier wieder umhaue. Was habe ich denn sonst noch für ein Item? Also Motorsäge ist schon cool. Vielleicht soll ich den nicht direkt angreifen. Er liegt. Nee. Ich muss verhindern, dass wenn ich ihn um... Ich hab ihn ja schon mal was umgehauen, aber er hat dann das Motorrad umgenietet. Ach, die Arme, die hau ich wieder um. Das ist ein bisschen fies von mir. War da nicht noch ein Item oder zwei? Du bist ja eh schon blind. Kann ich dir Dreck in die Augen schmeißen? Nee. Dazu muss ich vor ihm sein. Ich komme nicht. Nee, ja. Alter, die... Zimmern mich weg, die Schweine. Das ist nicht cool. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Keine Angst. Wir sind auch erst bei anderthalb ungefähr. Eine Stunde 20. Father Talk. Ach, nicht Father Talk. Ich mag dich zwar, aber... Kann ich das... Ah, ich kann Parts überspringen hier. Oh, ich glaube, er überspringt auch Motorrad, weil ich Ich guck mal, ich muss noch ein paar Johnnies killen. Da fehlt noch ein Item.
Ich habe die meisten Sachen ja ausprobiert. Ich meine, ich hatte da noch was gesehen. Einer hat mich mit was anderem umgehauen. Ein Brett? Könnte es Brettzeit sein? So, dann hauen wir doch mal. Ich überspringe mal die Johnnies, bis wir zu einem Käfisch kommen und dann zimmer ich mit dem Brett eine über. Ausfahrt brauchen wir nicht. Da ist einer. Okay. Nein. Oder habe ich das Timing nicht richtig abgepasst? Gut, dann überspringen wir weiter, bis wir beim nächsten Mal kommen. Es muss das Brett sein, ey. Denk dran zurück, ey. War es das Brett damals? Ich bin mir nicht mehr sicher, fuck. So. Wo ist denn der nächste? Den müsste ich überspringen. Brauche ich nicht. Da. Boah. Habt ihr es gesehen? Als ich so nah dran gewesen bin, kam einfach Öl daraus. Ey, ihr solltet mir im besten Fall gleich den nächsten zeigen. Hier oben ist ja niemand. Da. Also nicht zu nah dran. Oh, das ist wirklich fies, ey. Brauchen wir nicht. Also ein bisschen näher ran und dann doch mit dem Brett eine rüberzimmern. Da ist einer. Okay, er steht auf ab und zu mal. Ja! Ist es das? Guck mal. Ja, ich habe Brill. Okay, Schutzbrille anlegen. Geheime Ausfahrt. Nee, weiter, ne? Nein. Also die Brille. Der ist einfach durch? Okay. Irgendwas kann ich mit der Brille jetzt sehen, ne? Aber ich kann sie hier, kann ich sie nicht benutzen. Benutze die nur auf der Old Mine Road. Okay, ich kann sie nur auf der Old Mine Road benutzen. Fahren wir mal durch, gucken wir mal, was hier angezeigt wird. Ausfahrt? Nein. Die haben wir ja genommen vorhin. Ausfahrt? Nein. Zum Glück sind ja keine Johnnies zum Kämpfen. So. Wieder eine normale Ausfahrt. Oder zeigt er Höhle?
Okay, das sieht schon mal besser aus. Das sieht vor allem nach Abspeichern aus. %49, immerhin. Leute, für euch wird kein Moment vergehen, aber ich mache eine klitzekleine Pause, weil auch ich muss mal eine kleine Pause machen. Also bis sofort. Okay, da wären wir wieder zurück. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht. Einmal kurz wieder Energie auftanken, damit es hoffentlich jetzt mit voller Konzentration weitergehen kann. Auch fortsetzen gehen. Wir sind angekommen in der Höhle der Cavefish. Und da hat es das Spiel gefetzt. Okay, dann starten wir nochmal. So, jetzt aber. Merkwürdig. Okay, dann länger Pause machen, bedeutet also potenziell Absturz haben. Immer einen Sicherheitssave machen, auch wenn der Autosave dann natürlich greift. Also wir sind in der Höhle angekommen, der Cavefish. Können hier absteigen. Jetzt sieht man so den, hier sieht man den Unterschied deutlich mit dem Motorrad, ne? Wenn man zwischen der alten und der neuen Optik hin und her wechselt. Ja, komm, bevor wir absteigen, können wir damit weiterfahren. Das sieht hier noch nach Straße aus hier. Items tauchen auch nicht auf. Ja, wir können noch weiterfahren. Und nochmal. Die Rampe. Da ist sie. Und ein Laserabwehrsystem. Okay. Eine Festung. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Greifen wir die Rampe. Ah, okay, die ist auf einer Rolle drauf. Ist sie jetzt dran? An der Anhängerkupplung. Das sieht ja gut aus. Die Frage ist, können wir jetzt einfach rausfahren? Oder... können wir... Ne, es sieht eigentlich gut aus, ne? Gut, dann fahren wir wieder raus. Das geht ja, ne? Schön um die Kurven fahren. Das zeigt... Es irritiert mich, dass der hier wieder so... Also wir können absteigen. Rampe ist hier, ne? Zeigt hier nichts von den Gegenständen. Es irritiert mich, dass dann nochmal hier diese extra Bildschirme sind. Fahren wir mal durch. Oha. Was geht jetzt ab? Da kommen sie hinterher. Oh. Muss ich die Rampe abwerfen? Wo ist er hin? Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Dem Geist von Ricky Myron, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Vollkommen logisch. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Okay. Also sie haben die Rampe wieder zurückgenommen. Viele Items habe ich hier nicht. Kann ich sie irgendwie daran hindern, da rauszufahren? Ich glaube, es wird mir wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilen. Ja, guck mal, ja, ich habe die Angriffs-Items hier. Viel benutzen kann ich ja nicht, außer das Bike und die Rampe. Wir probieren das nochmal. Und check mal, ob wir die auf eine andere Fährte locken können oder nicht.
Guck mal, die Rampe ist wieder da. Steig mal ab, lass dir wieder ranpacken. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Moment, falsches Spiel. Anhängerpuppelung festmachen. So, das ist alles, was mir als Items angezeigt wird. Ich kann auch für ihn nur das Motorrad benutzen. Okay, jetzt einmal lecken. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. So, gutes Motorrad. Okay, also wirklich, was... Ich sollte hier lieber verschwinden. In diesem Schirm? Ja, nicht anstellen, aber lass uns das mal beim nächsten probieren. Weil er hält hier wieder an. Okay, jetzt habe ich das ganze Motorrad hier. Sieht im Dunkeln sogar noch besser aus. Rampe ist jetzt separater Gegenstand. Besitz gilt vor Gesetz mehr als Eigentum. Okay. Ah! Ah, ich verstehe. Ach, guck mal. Die orientieren sich nämlich an diesen komischen Punkten. Und da wir die aufgelöst haben, so ist das. I get it. Mit den Kerlen bin ich fertig. Ricky Moran's Geist. Ja, dann lass uns... dann lass uns rüberspringen. Lass uns den Ricky Moran Jump machen. Na komm. Oder kann ich das auch überspringen? Nein. Muss einmal quer komplett rüberlaufen, mein Freund. So. Use the Rampe, Luke. Nein! Ah, Mann. Schlucht benutzen wir. Nein! Ey, Dude. Nee, er steigt da ab. Okay. Also, vielleicht muss ich die Rampe benutzen und nicht zum Motorrad dann darauf. Warte mal. Da ist die Schlucht, da ist die Rampe. Hier geht's. Du gehst eigentlich hier. In Ordnung. Ich hab genug an meinem Bike rumgebastelt. Okay. Oh, und jetzt macht er's. Ich muss natürlich Anfahrt nehmen. Ja, das ist klar. Natürlich. Selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Knopf drücken muss. Aber, da habe ich noch den Turbo, den ich abgenommen habe. Den brauchen wir auch für den Jump. Noch leicht drüber geflogen. So macht man das nun mal in der Endzeit des Jahres 2004. Oder wann auch immer das spielen soll. Fette Rockmusik. Wir sind angekommen bei CM. Pauli Motoren. No? Das war's. Fabrik. Die Pauli Motors Fabrik. Pauli Motors. Geheiligter Boden. Sieht auch so einladend aus. Ein Stadion. Geh mal rein. Oh, warte mal, da unten geht's weiter. Ah, da ist das, okay, das Stadion. Souvenirs? Wir haben eure Kappen. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Okay. Wir haben eure Wimpel. Wir haben alles direkt hier. Offiziell. Kann ich das kleine Auto steuern?
Bei unseren Kaninchen sind die Batterien inklusive. So langsam geht dem Teil der Strom aus. Na toll, jetzt hast du die Batterien gekillt. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Kolimoto Smashatorians. Wir haben eure T-Shirts hier. Alle Größen und Farben. Füllt eure praktischen Getränkekappen mit einem Getränk eurer Wahl. Okay. Ach, die Hüte da oben. Getränkekappen. Dann bleibt ihr cool und seht cool aus. Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Meshatorium-Abenteuer. Kauft euren Kindern ein Kaninchen, dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas. Mhm, kauft irgendwas, aber... Ich kann nicht viel machen. Dann ist was faul dran. Conny, das Kaninchen. Ihr wisst, dass ihr eins wollt. Diese Sachen sind nirgendwo anders erhältlich, Leute. Hier im Souvenirshop. Aber ich kann im Moment noch nichts machen. Was sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung? Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Nicht drängeln, Leute. Hier ist genug für jeden da. Ich bin der Einzige, der hier ist. Hier seid ihr richtig. Offizielle Kolimoto Smashatorium Souvenirs. Geht nicht mit leeren Händen. Ich überspring mal. Und da ist es abgestürzt. Okay, das ist jetzt neu, dass diese Version absturzanfällig ist. Dann sind wir gleich wieder zurück. Hey Leute, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe den Autosave nochmal geladen. Der bringt mich direkt wieder unten in das Gespräch mit dem Souvenirverkäufer. Aber das geht nie zu Ende. Und wenn ich das beenden möchte, dann stößt das Spiel immer ab, regelmäßig, merkwürdigerweise. Vielleicht habe ich einen Bug hier, weil ich von der Reihenfolge durcheinander gekommen bin. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe jetzt hier nochmal den letzten Save geladen und manuell bis hierhin gespielt. Das war zum Glück nicht so weit. Aber hoffen wir mal, dass wir diesen Fehler umschiffen können, weil das wäre natürlich schade, wenn wir es nicht durchspielen können, dann... okay. Sehr merkwürdig. Mal gucken, ob die Zellentüren in der Einzelhaft. Ob es ein Problem ist, das auch andere Leute betrifft. Ich bin hier wegen der Aktionärsversammlung. Mr. Ripburger hat die Versammlung verschoben, bis die Mörder von Mr. Corley gefasst sind. Alle Aktionäre sind benachrichtigt worden. Ja, nun, ich habe meinen Anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört, Mann. So ist es. Können wir trotzdem rein? Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Okay, also viel mehr ist hier nicht. Na? Corley Motors. Ich wollte hier schon seit Jahren mal hin. Das ist wirklich sowas wie eine religiöse Wallfahrt für mich. Eine Wallfahrt mit einer Menge Arschtreten. Die beste Art von Wallfahrt. Also, da wären wir beim Souvenirshop. Oh, hier ist was anderes. Okay. Jetzt sind wir hier gelandet. Da nach oben können wir hin. Hier wäre nämlich unser Motorrad. Da kommen wir zur Fabrik. Nee, hier kommen wir hin. Okay. Und was ist... Hier kommen wir weg. Ich laufe nicht. Alright, was ist denn das hier für ein... In der Ecke. Das ist hinter dem Fabrikgebäude, ne? An dem Fundament muss echt was getan werden. Zur Not immer treten. Die ist versiegelt. Die ist versiegelt. Nicht aufzukriegen. Mechanisch verschlossen. Nicht aufzukriegen. Diese Waffen hatten ein ganz schönes Gewicht. Und verrostet. Okay, das heißt, er hat wahrscheinlich die anderen Waffen weggeschmissen jetzt. Der ist für Schraubenmuttern.
Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Der ist für Schrauben. Man weiß ja nicht. Messgeräte. Wow. Dieser Laden hier übertrifft echt alles. Will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben. Also wir können hier in der Rückseite uns umschauen. Geht's hier nach hinten weiter? Oder können wir... Ich will da noch nicht... Okay, hier könnte ich jetzt... Zur Rückseite, hier könnte ich da rein. Nee, er steigt aus. Will schon Scumpoint-Style F5 drücken. Das wäre vielleicht eine Alternative gewesen, ne? Wenn ich das Remastered nicht schon gehabt hätte. Hätte ich mit Scumpoint wahrscheinlich ein absturzsichereres Erlebnis gehabt. Souvenirs! Wir haben eure Kappen! Wir haben eure Wimpel! Okay, jetzt kann ich mich noch bewegen. Wir haben alles direkt hier. Und hier ist es wahrscheinlich dieses Destruction Derby. Das ist die alte Hardtail, die Mo mit Malcolm repariert hat. Nein. Das spezielle Motorrad. Das ist der Ausgang. Dreht sich nur in eine Richtung. Die falsche. Da gehe ich nicht rein. Die denken alle, ich hätte ihren geliebten Chef getötet. Offizieller Corley-Motors-Verkauf. So, ich hatte mit dem kleinen Auto hier gelenkt. Speichern wir nochmal. Hier kleine Kaninchen. Vielleicht wollen wir mal richtig mit dem mal ein bisschen reden. Was kann ich für dich tun? Was ist denn heute hier los? Heute Abend gibt's ein Demolition Derby. Erster Preis ist eine alte Corley Hardtail. Vollständig restauriert von dem alten Mann selbst. Jawohl. Was macht denn dieses große Stadion so weit hier draußen? Corley hat das Meshatorium gebaut, damit seine Angestellten ein bisschen Unterhaltung in der Nähe haben. Er hat sich immer sehr um seine Angestellten gekümmert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit uns passieren soll, wo er tot ist. Ich suche nach einem schönen Souvenir. Nun ja, ich habe nur schöne Souvenirs. Womit kann ich dich glücklich machen? Irgendwas Kleines, Pelziges, Gelbes. Tut mir leid, das sind die einzigen Zähne, die ich habe. Hey! Verdammt, schon wieder einen. Wie wär's mit dem kleinen Auto hier? Es ist klein, aber es ist nicht billig, mein Freund. Du machst besser erstmal eine Probefahrt, um sicher zu gehen. Kaninchen. Und zwar eine ganze Menge. Du willst Kaninchen? Ich habe Kaninchen. Wie viel Kohle hast du mit? Kann ich sie einfach mal für eine Probefahrt mitnehmen? Ich glaube, du bist noch nicht bereit für die Verantwortung, die mit dem Corley-Kaninchen-Teuer-Set auf dich zukommt. Tut mir leid, mein Sohn. Gibt's diese T-Shirts auch XXL? Nein. Aber sie sind vorgewaschen. Nein, danke. Was steht da auf den Wimpeln? Nichts kann Corley schlagen, steht drauf. Eigentlich ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, wie er gestorben ist. Ja. Machen sich aber trotzdem gut an einer Schlafzimmerwand. Keine Wände. Mein Bike ist mein Zuhause. Wir könnten dich noch mit einem kleinen Stock ausrüsten. Dann kannst du dir eine Fahne für den Rücksitz basteln. Ich, denk mal drüber nach. Ja, so eine Fahne, die wäre eigentlich nicht schlecht. So viel, wie ich brauche. Irgendwelche Vultures hier in der Gegend gesehen? Nein, wir haben hier kein Problem mit den Vultures. Obwohl sie ihr Versteck direkt oben an der Straße haben. Sie bleiben da oben ziemlich eingeschlossen, nicht sehr gesellig. Was ist in der Kappe drin? Keine Ahnung, war schon drin. Wahrscheinlich so eine Art Transportfüllung. Haut aber ganz schön rein, das kann ich dir sagen.
Hör mal, das ist nicht persönlich gemeint. Aber warum schiebst du nicht endlich deinen Hintern von hier weg und hörst auf, mir die Kunden zu vertreiben, hä? Das sind keine Kunden. Ich hab mich nur geräuspert. Hey. Ja, das macht mich ein bisschen paranoid hier mit dem... mit dem Abstürzen. Wir haben eure T-Shirts hier. Alle Größen und Farben. Ich habe unter meinem großen Zeh einen Knopf, der direkt mit dem Alarmsystem von Collies Sicherheitsdienst verbunden ist. Natürlich könnte ich lügen, aber die Frage ist... willst du es rausfinden? Fühlst du dich glücklich? In letzter Zeit? Nein. Okay, es wäre mehr Do You Feel Lucky Punk, ne? Getränkekappen mit einem Getränk eurer Wahl. In Ordnung, zeig mir die Cola, Amigo. Kann ich's anschreiben? Ohne Moos nichts los, Compadre. Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Meshatorium-Abenteuer. Okay. Kauft euren Kindern ein Kaninchen. Danach war's abgestürzt. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. So langsam geht dem Teil der Strom aus. Na toll, jetzt hast du die Batterien gekillt. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas! Keine Batterien mehr drin, also... ich würde gerne die Batterien aus dem Bunny haben. Saft mehr. Wenn wir etwas nicht haben, dann ist was faul dran. Kann ich irgendwie das Bunny holen? Diese Sachen sind nirgendwo anders erhältlich, Leute! Und preiswert sind sie auch! Kann ich ihn irgendwie ablenken? Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Was sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung? Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Kann ich ihn vielleicht ablenken? Ah, guck mal, er dreht sich ab und zu mal um. Klappt das? Ah, okay. Umdrehen hat gereicht. Nicht drängeln, Leute, hier ist genug für jeden da. Hier seid ihr richtig. Offizielle Corny Motor Smashatorium Souvenirs. Okay, kann ich die Batterien aus dem Hasen nehmen und in das Auto reinpacken? Ein Kaninchen wird hier nicht viel helfen. Kommt schon, nicht alle auf einmal! Das Teil hat keinen Saft mehr. Nicht drängeln, nee. Leute, hier ist genug für jeden da. Also ich habe erstmal das Kaninchen. Richtig, offizielle Corny Motor Smashatorium Souvenirs. Frage ist es, können wir schon irgendwo weiterfahren oder nicht? Saven, jetzt bin ich wirklich paranoid. Immerhin 1%, also ist das schon mal richtig. Wir konnten hier hin, aber da wollte er nicht zu Fuß laufen. Okay, hier können wir fahren. Fahren möchte er, gehen wollte er nur nicht. Okay, wo sind wir hier? Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Ich habe viel von den Vultures gehört. Yo! Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Also direkt rüber können wir nicht. Minenfeld, Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Oh, aber da haben wir ja zum Glück einen kleinen Kanarienvogel, Kaninchen-Kanarienvogel. Jawohl. Und die Musik dazu, ey. Da ist eine Batterie drin, okay. Gut, ich dachte, vielleicht hilft er mir, hier da durchzugehen, aber das hat zumindest die Batterien rausgeholt, weil ich wollte die Batterien ja in das Spielzeugauto packen. Vielleicht geht das ja jetzt. Der Typ hatte sich umgedreht, wenn er nicht sieht, dass ich da die Batterien reintue.
Kommt schon, nicht alle auf einmal! So, safe, 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 safe. Das waren 3%. Geht nicht mit leeren Händen! Und preiswert sind sie auch! Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Okay. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Nicht! Was war das? Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Okay, nach unten kann ich nicht. Mit leeren Händen. Kann ich nach oben? Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Okay. Hey, nicht da rein! Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Ah, okay. Jetzt kann ich nämlich noch den 12er-Pack Kaninchen mitnehmen. Weil eins hat nicht gereicht. Keine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Ich verstehe. Das ist es, ne? Jetzt können wir nämlich... Okay, das ergibt Sinn. Während der Verkäufer jetzt unterwegs ist, können wir die Hasen verwenden, um nach und nach das Minenfeld auszulösen und hoffentlich drüber fahren zu können. 12er-Pack sollte ja reichen. Das Minenfeld ist neu bepflanzt worden. Nette kleine Vultures. Ah, okay. Kaum war ich weg. So, gucken wir mal, was das bringt. Alle gleichzeitig. Ein bisschen Wagner, ne? Schadet... Klagner. Oder so. Sind aber ein bisschen weniger als 12. Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Komm, einer muss es schaffen. Sechs. Oh oh. Sieben. Ich hasse Überraschungen. Nein. Okay. War das korrekt? Nee, ich hatte gedacht, dass die jetzt nacheinander hingehen. Verdammt, schon wieder! Okay, also ich glaube, die Grundidee ist richtig, aber wahrscheinlich haben wir das falsch gemacht. Die Hasen sind alle gleichzeitig losgegangen. Gibt es wieder ein neues Paket? Mal sehen, wenn der ein neues Paket drin hat. Der hat eins. Ja, also müssen wir ein bisschen was anderes damit anstellen. Kann ich die vielleicht vorher auflassen? Also vorher aufmachen die Kiste und dann einen nach dem anderen. Das wird mir jetzt noch einfallen. Hirn das nach, ey. Ist ziemlich komplett weg. Okay, also kann ich. Ich kann es nur hier mit dem Minenfeld benutzen. Dann schmeißt du die alle raus. Ach, guck mal. Ich kann sie einzeln nehmen.
Jetzt habe ich, guck mal. Jetzt habe ich die Kaninchen einzeln. Kann ich mir noch ein Paket holen? Weil ich weiß nicht, ob 6 reichen. Sind wieder welche da? Weil wir haben gesehen, mit 6, auch wenn die jetzt nacheinander explodiert sind, da ging es ja nur einen kleinen Teil des Minenfelds lang. Wir sehen ja die Spur, wo das Kaninchen lang ist. Und da die Vultures das Minenfeld wieder zudecken, kann ich auch nicht immer nacheinander machen, sondern muss es in einer Reihenfolge tun. So. Machen wir mal nochmal. Ich glaube nicht. Allein sammeln. Dann haben wir 12. Das sollte hoffen. Ich habe genug von diesen haarigen. Oh, okay. Dann will er maximal 10 einsammeln. Dann lassen wir hier mal kurz sprengen, was zu sprengen geht. Explodieren recht fix. Oder er hat doch 2 eingesammelt und dann sagt er, nein, ne? Ja, boah. So. 64, okay. Ja, wir können bis da hinten hin. Ich hasse Überraschungen. So, bis hierhin ging's ja. Einen können wir mal lassen. Nein. Mühsam ernährt sich das Kaninchen. Nein. Na? Nein. Nein. Weiter möchte er nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 habe ich noch. Ah, aber das hat gereicht. Immerhin. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Vultures, spannt ihn auf. Los, erledigt ihn. Schnell. Hör zu, Mo. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich hab heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durch. Okay, jetzt müssen wir uns hier rausreden lassen. Ja, wir wollen ja. Also Maureen denkt, dass wir ihren Vater umgebracht haben. Dein Vater! Wag es ja nicht, von deinem Vater zu reden, du Bastard! Wir waren doch Freunde! Corey und ich. Ich dachte halt die Kinder über meinen Vater. Malcolm will. Okay, dann muss ich jetzt. Dann muss ich, ohne anzufangen, von ihrem Vater zu reden, irgendwas machen. So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich.
Du hast nichts zu erklären. Okay, das reicht jetzt. Noch nicht ganz. So langsam ist jetzt nicht mehr, ne? Lass mich gehen, oder? Lass mich gehen, oder? Oder was? Polecats auf den Hals schicken. Ich werde den Laden hier auseinander, die werde ich beschimpfen. Ja, ist ein bisschen, er hat ja so ein bisschen so self-deprecating Humor, ne? Ich werde euch mit meinem Blut die Einfahrt versauen. Eigentlich ist das für den Boden sogar sehr gut. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Nerzbauer, Wirbelwind, durchgeknallte, vertrocknete Toasterjungfer, Ratten, Räder fahren, der gummiverpackter Walcher. Nerzbauer. Oh oh. Lass mich gehen. Machen wir es mal nochmal. Oder. Ich will. Oh, wie denn? Wirbelwind. Woher? Wo hast du das gehört? Dein Vater, er hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Wirbelwind? Hast du meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Nein, das geht ja so nicht. Gebracht, sondern Ripburger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film. Gut, dann entwickle ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Das Hey war aber mit einer anderen Stimme. War das gerade? How do you know that name? Wirbelwind. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Ripburger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Benz und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Mo's Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute! Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Ja. Ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer.
Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmoley! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Ein tödlich aussehendes Gespann, bekannt als die Bum-Bum-Brüder. Versuch jetzt mal abzuhauen, Obermann. Also dann, seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Ja! Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Ja! Ja! Okay. Das sieht nicht gut aus für uns. Warte, Mo. Ich komme schon. Okay, also ich kann mit der Maus. Okay, linke Taste noch nach vorne. Linke Taste, um nach vorne zu fahren, mit der Maus drehe ich. Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. Wir haben hier eine Rampe. Mann, was machst du denn? Komm hier rüber und ramm mich. Ich war nicht verreckt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs ein Glasschaden. Hehehe. Das ist ja schon mal was. Hey. Also ich bin über den orangen Wagen rüber. Ich muss jetzt zum gelben. Aber der blaue Wagen verhindert, dass ich hin kann, ne? Wo bist du? Der blaue Wagen verhindert's. Kann ich dem auch aufs Dach steigen? Ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir es mit der... Kann ich dich locken? Okay, warte mal, aber ich kann den... Ich kann den bewegen. Vielleicht den. Alter. Okay. Ein bisschen Pinball spielen damit. Kann ich den vielleicht davor stoßen? Er geht ja nicht aus dieser Ecke da raus, ne? So. Was? Hast du wieder... Okay. Der fährt ja jetzt wieder. Alter Verwalter. Der hat ihn wieder gekickstartet. Okay. Also das kann ich machen. Dann geht er kaputt für ein bisschen. Ich kann den braunen Wagen dann schieben. Eine Zeit lang zumindest. Kann ich denn hier abspeichern? Speichern geht, haben wir. Ich mach mal einen neuen Save. Es sind wieder ein paar Prozent mehr immerhin.
Okay. Ich kann das Ding geradeaus. Okay, über den Schlodder hier komme ich nicht so gut hinweg. Kann ich das Ding vor die Rampe packen, um die Rampe damit zu verlängern? Okay, hey. Wie sollten wir das im besten Fall machen? Das Ding immer hin. Ah, vielleicht muss ich das von unten über die Rampe, weil von oben, sobald es einmal mit dem blauen Auto in Berührung kommt, wir probieren es einmal aus. Prozent. Die Prozentzahlen steigern sich immerhin nicht. Okay, das Ding irgendwie über die Rampe stoßen. Das klappt nicht. Aber doch! Okay. Klappt das jetzt? Ich speichere nochmal ab. Wir haben es immerhin jetzt dahin bekommen, ohne dass es wieder berührt wurde. Umständliche Scheiße, ey. Okay, Bum Bum Brüder. Eure Zeit ist vorbei. Oh ja! Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf, oder was? Ah, Idioten. Okay, Mo. Zeit fürs große Finale. Ach schon. Das nenne ich eine Explosion. Ich kann auch keine Überlebenden... Moment. Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und ihr steht in Flammen. Hui. Ja. Tribüne. Nein. Ben, hör auf, wie den Clown zu spielen und sorge für Ablenkung. Ich bin die Ablenkung. Nimm es nicht persönlich, aber wir brauchen mehr Ablenkung. Das Motorrad wird bewacht. Wen interessiert das Motorrad? Mo findet es wichtig, dass wir nicht ohne hier weggehen. In Ordnung, ich sehe zu, was ich tun kann. Aber mir brennt's schon unter den Fingernägeln. Dies ist der strahlende Moment deines Lebens. Oh, diese Menschheit! Er läuft immer noch! Ben, du musst für eine sehr, sehr... Das ist die Hand. Oh! Er läuft immer noch! Ben! Du musst für eine sehr, sehr große Ablenkung. Dann ist die Ablenkung, wie ist das? Jetzt zünde ich diesen ganzen Schüssel entlang. Ja. Sollten wir ihn nicht treffen? Was meint ihr? Okay, du hast nichts. Hey, Leute! Sieht so aus, als soll die Party ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Aber bleibt einfach alle ruhig und... Ja. Lass uns fliehen. Das Derby ist
Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Okay. Jetzt fahren die hier mit mir entlang. Nochmal 5%. Was jetzt? Okay, also ich kann aufs Auto rauf, wenn ich auf den Braun da drauf gehe. Frage ist es, das Ding fährt hier jetzt von alleine herum. Ich kann hier runter und ins... Passiert was, wenn ich ins... Oh, ich, wahrscheinlich verbrenne ich. Kommst du mir hinterher? Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun. Andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Eine halbe Stunde. Vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Ja. Kann passieren. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Checken wir doch erstmal, ob wir was auch erledigen können hier. Wir brauchen also den Schlüssel. Sehen hier die Bauteile, Teile. Okay. Oh, da steht was. Da stehen verschiedene Nummern, ne? Ich nehme mal einen Stift und einen Zettel. Zum Glück habe ich hier Post-it Notes, mit denen ich notieren kann. Also wir haben, oder ist eins, was so auf dem Kopf steht, ne? Also ganz, also hier haben wir 891. Ist das 6-1, ne? Oder ist das eine Doppelzahl? 8-9-1-6-1. 1-5-4-4-9-2. 1-5-4-4-9-2. Wir haben 4-8-0-5-3. So, was... Ach, wieso gehst du denn zurück mit Select? Okay, uff, was ist hier? B, 6, 7, T, 9, 3. 1, 2, 4, 7, 8. Es sind auch unterschiedliche Längen, ne? Manche 5 Zahlen, manche Buchstabe und 5 Zahlen oder 2 Buchstaben und 4 Zahlen. Na gut. Geheimer Durchgang? Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig.
Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Okay, die Messgeräte, da waren wir ja hinten. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Ach was. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Upsi. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C-330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallies mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss. Warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Gut, jetzt kommt die Paranoia natürlich. 77%. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Fotos haben wir gekriegt. Wir wissen ja, wo der Durchgang ist. Und was für Fotos genau. Also die Messgeräte an der Seite. Wenn sie auf Null sind. Die Frage ist, wann sind die Messgeräte auf Null? Wo ist der Spalt, als sie als Kind auf Augenhöhe war? Das sieht ja aus wie ein Spalt hier, ne? Wobei, Kind. Wann sind die Messgeräte denn auf Null? Das müssen die Messgeräte sein, von denen Mo geredet hat. Das ist also... Warte mal. Ah, guck mal hier. Ich glaube, wenn alle den schwarzen Streifen haben, dann treten wir rauf. Okay, es war auf Null, aber das war wohl nicht der richtige. Die ist versiegelt. Das sind beides Luken. Okay, das ist alles auf Null. Versiegelt. Nicht aufzukriegen, mechanisch verschlossen und verrostet. Das sind die einzigen beiden Stellen, die man treten kann. Genau, es macht Schirr, es macht Klack.
Oder wenn es nicht da ist. Das ist ja Quatsch. Ach, guck mal, er tritt an verschiedenen Stellen hier. Das ist nicht nur eins. Okay. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit. Tja, das muss Mooswand sein. Ja. Ich sehe nichts Besonderes. Außer diesem Riss, den sie erwähnt hat. Oh Gott, aber wo. Auf der Riss auf Augenhöhe. Als sie klein war, müsste das hier gewesen sein. Also hier. I'm not really sure. Das müsste eigentlich der richtige sein. Das gibt mir ja immerhin das Zeitfenster. Die ist versiegelt. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Dann weiß ich auch nicht weiter, ehrlich gesagt. Ich kann versuchen, an verschiedene Bereiche zu treten, wenn das Ding alles hier in der Mitte ist. Das müssen die Messgeräte sein, von denen du geredet hast. Ich würde sonst sagen, Leute, ich probiere mal hier weiter. Aber es wird wahrscheinlich jetzt Trial and Error sein, das kann wahrscheinlich länger dauern. Ich bin gleich wieder zurück, wenn ich die richtige Stelle gefunden habe, bis in einem Moment. What the fuck? So, Gott, oh Gott, oh Gott, da sind wir wieder. Ich glaube, ich habe es ermittelt und habe auch gefunden, wo der Fehler ist. Habe vorher nochmal gespeichert und ich hoffe, dass ich es jetzt replizieren kann, nämlich wie man den Ausgang öffnet. Also, hier unten wird uns ja der Bereich angezeigt, ne? Und dieser Spalt hier, den habe ich interpretiert als Druckfläche, aber anscheinend ist es nicht der Spalt, sondern das genau daneben hier, was hier nochmal ein bisschen abgesetzt und angeleuchtet ist. Mal gucken, wie es in der alten Version aussieht. Also hier, gut, hier ist es zumindest nicht angeleuchtet, aber trotzdem nochmal so separiert. Wenn die Dinger auf Null sind, an die Ecke treten und dann geht's auf. What the fuck, ey. Also es ist Pixel Hunting par excellence, aber na gut. Bis hierhin haben wir es gemacht. Gehen wir rein. Weiß gar nicht mehr, was ich sonst machen musste. Aber mal gucken, was passiert. Immerhin, wir sind da. Boden safe. Ah, die Codes. Also, was haben wir? Wir haben 6 Eingabeflächen. Okay, wir haben nur Zahlen hier. Also fallen schon mal alle Sachen weg, die Buchstaben drin haben. Es fallen die Sachen weg, die 5 haben. Ich habe hier, glaube ich, nur eine, die Zahlen und 6 Stück hat. Die 154492. 154492. Jawohl! Da ist eine Art Karte drin. Jawohl, ja. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Okay, also. Was haben wir noch? Corleys Tisch. Ziemlich einfach, keine Schubladen. Okay. Keine Schubladen. So.
seht euch an, wie das Stadion brennt. Das wird ein Loch in die Pensionskasse reißen. Okay, und die Bikerkunst. Dann können wir auch gleich weiter. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Okay, wir haben hier einen Kartenleser. Haben wir was? Fotos, Bild und... Carly Motors. Ist das eine Chipkarte? Cool. Jawohl. Gehen wir zu MM. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Boah, zeig mal. Den Corley Kleinbus. Kleinbusse. Wow. Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Einbußen statt Kleinbußen. Letters, Speicher. 82%, so viel ist das nicht mehr. Aber dafür wird es jetzt bestimmt umso kniffliger. Ich habe zwei Hebel, die ich benutzen kann. Okay. Was Sie hier direkt vor sich sehen, ist meine Vision. Der Film ist geschmolzen. Perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote. Kommt eine Frau beim Arzt. Über Also, ich habe keine Ideen mehr. Okay, also die Dame ist da drin. Wird nicht so viele Prozent ergeben. Aber ich kann auch in den anderen Raum. Kann ich hier rein? Ich warte, bis sie das Feuer gelöscht hat. Dann gehen wir in die andere. Zwei Türen haben wir hier. Okay, Bildschirm. Ich kann von hier aus die ganze Firma sehen. Da kommen die Bilder für den Videoprojektor drauf. Ha, das nenne ich Multimedia. Ein Tonbandgerät, ja, da passt es ja. Wir haben doch ein Band. Oh, und er packt die Fotos rauf. Zeigt unsere neue, aggressivere Unternehmensstrategie. Hallo zusammen! Wenn Sie das hier hören, habe ich wohl schon den Löffel abgegeben. Naja, aber das Leben geht weiter und man muss Platz machen für neue Leute. Und genau darüber will ich hier sprechen. Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Corley Motors einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher Adrian Ripburger. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Komm ein bisschen zu spät, mein Freund. Er hatte Unrecht.
Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Corley Motors übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. Kleinbusse. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Der wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist ein Lauf. Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Corley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey! Wo ist der Hund? Oh oh. Da läuft er. Und dann hat er mir seine Kumpanen auf den Hals gehetzt. Kommt jetzt Verfolgungsjagd mit Ripburger. Hau nur ab, Ripburger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Oder auch nicht. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Komm hier rüber. Ist das nicht toll, Ben? Endlich stehen wir da, wo wir die ganze Zeit schon hin sollten. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Oder das Ende. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Gut, vielleicht doch nicht das Ende. Altes Schwein. Ui. Maureen, pass auf. Sie hat meine Rede unterbrochen, Ben. Das hätte sie wirklich nicht tun sollen. Ich wollte gerade von den inhärenten Schwierigkeiten des Motorradgeschäftes sprechen. Kriegst du das verdammte Ding nicht schneller? Okay. Da ist ihre Gang. Er hat gespeichert hier. Wir machen das trotzdem einmal. Oh, ich kann auch gar nicht speichern, okay. Da oben ist nichts zum Festhalten. Von innen? Ich kann nicht. Der Ventilator ist wie ein großer Fleischwolf. Spaßig. Okay. Ich heb mir die Kette für meine Schuhe. Dafür waren die Hasen noch da, dass ich es hier reinwerfen kann, aber es ist anscheinend nur ein Gag. Spaßig. Was haben wir denn noch? Kann ich am Bike was machen? Wenn ich es anfasse. Oh, die Benzinleitung. Ja, komm, da kannst du da hingehen. Oh, oder auch nicht. Gut, Ich kann nicht. Der Ventilator ist wie ein großer Fleischwolf. Oh, es hat ein Zeitlimit. Da war ich mir jetzt nicht so sicher. Lass mich nochmal versuchen. Okay. Gut, also wir können das aufmachen. Wir können es wieder zumachen. Es fällt, wenn ich es anfasse. Okay, die Klappe ist was anderes. Ah, okay. Warte mal. Klappe.
Okay. Klappe hoch und dann Rips Stock greifen. Mein Stock. Du brauchst mehr als nur einen Stock, wenn ich erstmal mit dir fertig bin, Rip. Okay. Ja, aber jetzt? Okay. Benzinleitung. Benzinleitung. Okay, geht nicht. Ich heb mir die Kette für meine Freunde. Okay, da geht's. Ui. Okay, das ist schon mal gut. Das gibt uns ein bisschen Safety. Immer noch. Rip Burger, du wirst uns alle umbringen. Ben, ruiniere doch nicht das Ende. Wie hält man das Teil an? Im Cockpit. Okay. Haben wir die 90% bestimmt, ne? 89, ja. So, wir haben die Leiter nur. Mit dem Vultures reden. Okay, dann gehen wir lieber zur Leiter hoch. Oder? Können wir? Okay, es geht. So viel zum Thema Instrumente. Die hätte ich gebrauchen können. Verdammt. Okay. Take off. 8. Dauerhaft beschädigt. Okay, okay, warte mal zurück. Takeoff. Wir haben ja den Takeoff hier, ja? Wir sind während des Takeoffs. Bei Takeoff Beschleunigung. Klappenruder. Was? Und reagiert nicht. Nee, Flugs. Wir sind beim Takeoff, ne? Oder ist das Notfall, Militärkrise, Selbstzerstörung? Okay. Einheit Siegel Essenz. Shit. Gut, wir könnten also das Ding explodieren lassen. Takeoff. Nach Takeoff. Scheiße. Gut, ja gut, Lass mich nochmal versuchen. Du schmeißt mich raus? Okay. Warte mal, kann ich nicht mit euch reden, damit ihr mir mal einen Tipp gebt oder so? Okay, ich kann nicht wieder zurück. Also wir befinden uns während des Takeoffs, können mit der Maschine ein bisschen was machen. Während des Takeoffs, in der Theorie der Takeoff. Weil wirklich Takeoffen können wir ja nicht. Also es war das hier. Takeoff. Wir sind beim Takeoff. Beschleunigung. Ups, und da hat es in der Nase gejuckt. Entschuldigung, Leute. Nach dem Takeoff. Fahrgestell überprüfen. Beschädigt. Können wir es einfahren? Takeoff, nach Takeoff, Fahrgestell einfahren. Hier geht
Gar nichts. Okay, also nichts. Doch! Okay! Das ist schon mal was. Ben, was hast du gemacht? Uff! Das geht ja ab hier. Oh boy. Oh boy, oh boy. Ben! Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Ripburger? Ich kann ihn sehen. Er rührt sich nicht. Kletter schnell zurück. Ja, aber er hat eine Knarre in der Hand. 91. Ich komme nicht dran. Wo bin ich denn überhaupt? Da oben bin ich. Gehst du mal rein? Vorsicht, Ben! Ich werde dich und deine Freunde mit mir nehmen, Ben. Alles, was du nimmst, ist die falsche Medizin, Rip. Okay. Ja, ich kann auch in den Truck rein. Hauptmenü, Verteidigungsmenü, Maschinengewehre, Kontrolle, Schießen. Ich glaube, du hast gerade eine Möwe erwischt. Oh. Dann nicht. Oh, einfahren dann. Er hängt ja dran. Maschinengewehre, Kontrolle, einstellen. Senken. Überprüfen, ob Lauf durch Trümmer blockiert ist. Okay, aber irgendwas müssen wir doch damit machen. Also, Verteidigungsmenü. Maschinengewehre. Ach Gott. Zeitlimit. Gibt's dafür wenigstens ein Achievement, dass wir es gesehen haben? Verdammt. Lass mich nochmal versuchen. Du schmeißt mich raus? Kletter schnell zurück! Okay, also. Hauptmenü, Beerdigungsmenü, Maschinengewehre. Kontrolle. Einstellen oder mal schießen war nichts. Aus. Ah! Ripburger! Nun, das beantwortet die Frage. Okay, wie viel ist da noch? Klettern wir zurück. Schaffen wir das? Jawohl, ja. Wartet, kommt zurück! Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug! Lauf, mein Freund. Ja, jetzt lauf. Okay. Das war's. Vielleicht nicht. Lass mich nochmal versuchen. Ach komm, es ist nicht dein Ernst, ey. Okay. Verteidigungsmenü, Maschinengewehre, Kontrolle, System aus. Wie poetisch. So. Ich hätte doch nochmal saven sollen. Was habe ich denn da übersehen? Also laufen war nicht, der war sehr langsam. Ach, mein Motorrad. Ja, komm. Ja, komm! Ja, das soll doch wohl reichen. Ripburger! Jawohl, das ist der Money Shot. Das Leben war ein Spiel für ihn. Und er spielte es
mit seinen eigenen Regeln. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke. Er gab uns Flügel. Er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Crowley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann. Also dann? Vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen gehen. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine, nur weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet doch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Moe, hör mal. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben... Nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat er? Nein, 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 das ist verrückt. Ist er durchgedreht? Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, das habe ich ihm ja gesagt. Habe ich's geahnt. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, 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 Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, ja. Aha, ja. Gut, großartig. Tja, so jemand wie Ben kann nicht gebunden werden durch die Ketten der Ehe oder sowas. Aber ja, Memory of Roy Conrad. Wir haben es geschafft. Das ist das Ende von Vollgas, von Full Throttle in der Remastered Edition. Trotz ein paar kleiner Bugs anscheinend in der Version hier. Ein schönes Remaster, muss ich sagen. Normalerweise kein so großer Fan von diesen Glättungsüberzeichnungen. Aber sie haben mir die Option drin gelassen, es wieder aufs Alte umzustellen. Und es ist schon sinnig. Manche Sachen sind mir aufgefallen mit der... Also nicht die allgemeine Sprachausgabequalität, die sowieso ja ein bisschen drunter war, aber... teilweise haben sich manche Stimmen auch anders angehört. Vielleicht waren das doch punktuelle Neuübersetzungen, die hinzugekommen sind. Ansonsten ein schönes Point-and-Click-Adventure, wobei ich finde, von bisschen Rätseldesign hier und da, ja, ne, also du bräuchst jetzt nicht unbedingt diese ganze Passage mit den Kämpfen und manche sind nicht ganz so ersichtlich. Also es half hier vor allem in der Remastered Edition, dass wir nochmal die Klickzonen uns anzeigen lassen können. Aber, ey, zu der damaligen Zeit, wenn jemand wie Tim Schäfer sagt, ey, ich hab Bock da drauf, hat man es dem machen lassen. Es war ja auch ein einigermaßen großer Erfolg. Also es hat sich zumindest besser verkauft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Habe ich vor einiger Zeit nochmal recherchiert, dass das zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen ist. The Dick, was ja um einiges ernsthafter gewesen ist. Das hier, so ein bisschen, es ist nicht komplett so eine Gag-Parade wie Day of the Tentacle und vorherige Sachen. Also es ist schon ein bisschen mehr in Richtung ernsthaft und cool gemacht. Natürlich immer noch mit so ein bisschen Comic und schwarzem Humor-Charme mit dazu. Hätte gerne länger sein können, aber das ist die Krux der Sache zu der damaligen Zeit. Wie viel willst du von so hochgerenderter Grafik da machen? Es ist nicht mein liebstes LucasArts-Adventure, aber es ist immer noch ein spaßiges LucasArts-Adventure, das man sich gerne mal angucken kann. Wir haben es knapp unter 3 Stunden durchgeschafft. Ben Throttle heißt er. Ach, das war der Sprech? Okay, ah. Und Mark Hamill hätte den Ripburger im Original gesprochen. Maureen, hätte ich gedacht, dass das was für Katie Segal wäre. Also die Peggy Bundy, Schauspielerin. Die hat ja auch schon sowas bei Sons of Anarchy, glaube ich, gespielt. Im Motorradbau. Wobei, das muss viel vor, das kam ja viele Jahre vor Sons of Anarchy raus. Eher zu der Zeit von Eine schrecklich nette Familie. Da hat man sie wahrscheinlich nicht ganz so damit assoziiert. Ah Mann, der Sprecher. Maurice LaMarche kenne ich von vielen Synchros. Ich glaube, er hat auch den Vamp gesprochen in Metal Gear Solid 2, unter anderem, als auch, ich kenne ihn von Mad TV, war einer der Schauspieler da. Mark Hamill, sehr viele Stimmen hier gesprochen, wir haben natürlich die Deutschen gehört. Also jetzt nicht, ob die Musik, die wir im Hintergrund hören, ob das dann jetzt
erkannt wird oder nicht erkannt wird. Wir überspringen mal den Abspann. Geht das? Okay. Und sind wieder im Hauptmenü gelandet. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben noch einiges über an LucasArts Adventures. 91 war die Felskante, 95 war der Autosave für die letzten 5%. Schaut gerne weiter hier auf rpghaven.de. Viele andere LucasArts Let's Plays, wenn euch das gefallen hat, sind hier vorhanden. Komplette mit Maniac Mansion, Zack McCracken, den ersten beiden Monkey Islands beispielsweise und noch viel mehr Krimskrams. Ansonsten, wenn es passt, Podcast-Version auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn es noch nicht macht, würde ich mich sehr darüber freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Patreon.com/rpghaven, steadyhaku.com/rpghaven oder gerne auch unter paypal.me/katios. Vielen Dank und Tschüssinger!